Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Die Mumen vom Buckelsumpf. Schöne ist, ja, viele von euch werden sich wahrscheinlich gedacht haben, so, ja, im letzten Stream ist er die ganze Zeit irgendwo rumgeeiert, ja, und hat so viel Zeit uns gekostet. Aber Vorteil ist, wir haben jetzt zumindest einen Schnellreisepunkt. Wenn ich jetzt einen anderen Schnellreisepunkt finde, ja, also hier, können wir dann direkt dahin. Die Frage ist, sind hier unten noch welche? Das wäre mal interessant zu wissen. Jetzt könnte man vielleicht direkt hier runter. Ich hole erstmal Plötze. Wir holen erstmal Plötze ran. Plötze! Plötze. There you go. So, ich guck mal kurz einmal nach unten, weil da haben wir ja auch noch irgendwie so Dörfle. In dem Normalfall hat man ja in diesen Dörfle auch immer noch mal so Schnellreisepunkte. Ich hoffe sehr, dass wir uns jetzt gleich noch einen finden. Irgendwo. Warte mal, hier mal wieder. Langsamer! Ja, ist zu schnell. Ist zu schnell. Monsternester. Puh, Eingang. Ah, warte mal. Ich glaube, ich gehe doch lieber wieder nach oben. Ich glaube, hier ist doof. Okay, never mind. Wir drehen. Beweg dich! Beweg dich! Mach schneller! Ja, bitte beruhigen Sie sich. Warte mal. Was ist das denn? Das war doch gerade irgendwie so ein Portal mäßig, oder nicht? Da vorne? Was ist das? Ich muss kurz einmal schauen, Freunde. Jetzt alles nichts. Is it a portal? Scheint unterirdisch zu sein, oder? Okay. Wir werden es jetzt scheinbar nicht finden. Wir reiten kurz einmal wieder Richtung, beziehungsweise gehen Norden. Und hoffentlich finden wir da jetzt auch gleich mal so einen Wegepunkt. Also einen Schnellreisepunkt. Das wäre super. Und dann gehen wir sofort rüber zu den Mumen. Mit den Mumus, die bucklig sind. Oder so ähnlich. Weil ich müsste eventuell auch nochmal ganz fix irgendwie mein Schwert einmal reparieren, ne? Wäre wahrscheinlich auch gar nicht mal so doof. Wie viele Gegner hier in der Nähe sind, ne? Warum kommt hier kein Schnellreisepunkt? Nowhere! Schlechte Idee. Kannibale? Der ist oben ohne. Machen wir den kurz platt? Ha! Ha! Schluck das, Freund. Oh, da kommt noch einer. Ist ja auch oben ohne. Ist mehrere. Heio! Schon mal Kannibalen hier gesehen? Oh, da hinten ist sogar einer. Fuck die fuck off. Alter! Umzingelt ihn! Das sind noch mehrere, ne? Oder? Da war noch einer. Oder? Ich werde dich abschlachten. Ja, ja. Apfel. Kleiner Knüppel. Ah, er hat also nur einen kleinen Knüppel dabei gehabt. Feels bad, man. Der übrigens auch. Was ist das da hinten? Ist das denn deren Lager? Ja, Freunde. Menschenfleisch. Menschenfleisch. Menschenfleisch essen scheint den Knüppel schrumpfen zu lassen. Don't do it. Don't do it. Macht aber weiter. Jetzt gerade Menschenfleisch gesagt. Los, los! Plötzlich ist ein echtes Schisserpferd, ne? Ich muss jetzt mal so sagen, wie es ist. Ein echtes Schisserpferd. Alter. Ich muss da lang. Weiter gut, so, Plätze. Gut, dass ich gerade nochmal auf die Karte gucke. Ich meine, gut, auf der Karte haben wir natürlich auch ein Zeichen, wo N steht. Oh, warte mal, hier war noch Schnellreisepunkt. Haha, wait a second. Wait just a second. We'll take that. I guess. So, perfekt. Ich hoffe, das Spiel hat gerade pausiert. So, dann gehen wir jetzt mal rüber. Weißendorf im Buckelsumpf. Ja, perfekt für den heutigen Tag der Blagen. Hier, Weltkindertag. Whatever. Let's do it.
Ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht, dass ich die Scheuklappen angelegt habe. I'm not entirely sure about that. Jetzt habe ich natürlich clevererweise wieder das Schwert nicht repariert, ne? Warte mal, welches Schwert ist denn das? Ach, ich habe ja nur ein Schwert. Oh, es hat 0%? Habe ich irgendwas zum Reparieren? Ist das zum Reparieren? Rüstungsreparaturset? Waffenreparaturset. Guys, wie geht denn das? Oh, 40%. Hat funktioniert. Alles cool. Alles cool, Freunde. Wir sind wieder bei 40%. So. Ist jetzt hier mal irgendwie mittlerweile ein Erwachsener unterwegs? Hallo? Also nachgefüllt haben sie die Kisten ja scheinbar schon nicht. Kehrt wohl aus dem Krieg zurück. Das ist mehr als vorher? Ein Kämpfer, ja. Wo der wohl herkommt. Hm. Hier ist auch noch zu. Die werden doch bestimmt hier jetzt irgendwo... Willst du mir jetzt echt sagen, dass hier immer noch keiner ist? Das ist strange. Warte mal, wir gucken mal uns einmal bei unseren Quests. Familienangelegenheiten. Okay, da sind wir ja gerade dabei. Herren des Waldes. Lies die Herren des... Oh, warte mal, musst du erst lesen. Mal. Ist das bei den Gluss... Ne, hier bei Büchern wahrscheinlich, ne? Na, wir machen jetzt mal schnell lesen, Freunde. 1, 2, 3, 4. Oh ne, da oben will ich lesen. Mehr habe ich nicht? Da ist aber Herren des Waldes nicht mehr dabei. Kann man da irgendwie noch anders drauf zugreifen? Handwerk, Tutorial, Charaktere, Bücher. Alleine hier, ne? Das müssten wir jetzt alles noch lesen, ne? In der Theorie. In der Theorie. Ja, in der Praxis machen wir es natürlich nicht. Habe ich es jetzt durch? Nee, ne? Herren des Waldes. Laut Notizen, die zu Hause bei Hendrik, dem nilfgaardischen Agenten, gefunden wurden, hatte Ciri eine Art Streit mit einer Hexe in Velen. Zuerst dachte Geralt, bei dieser Hexe handelt es sich um Kyra Metz, doch später erfuhr er, dass Hendrik eine andere Person meinte, die im Buckelsumpf lebte. Also begab sich der Hexer in den Sumpf, um die Hexe zu finden, die dort lebte, um sie nach Ciri zu fragen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht alle Bücher sind. Weil wir haben ja auch... Das will ich jetzt gar nicht. I don't want that. Ich glaube, dass es nicht alle Bücher sind. Wir haben noch wesentlich, wesentlich mehr Bücher gehabt. Oder kann man nicht alle lesen? Warte mal, ich muss kurz einmal schauen. Optionen. Tastaturzuweisung. Kann man die irgendwie aufrufen? Schneller Angriff, bla 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 bla, Rollen, anhalten. Konsumgüter, Stahlschwert, Zeichen. Alchemie, schnell speichern, Handwerk. Ja. Wo kann ich denn darauf zugreifen? Mit I wahrscheinlich nicht, oder? Anzeige verbergen. Du hast doch rechts eine komplett andere Quest. Das mag möglich sein, aber ich kann trotzdem, auch wenn die nicht unbedingt ausgewählt ist, oder? Und wenn ich das jetzt hier mache, dann brauche ich ja trotzdem das Buch. Wo der wohl herkommt? Ein Kämpfer! Kehrt wohl aus dem Krieg zurück. Und hier wird mir auch nichts angezeigt, wo ich es eventuell herbekommen könnte. Das heißt, ich brauche erstmal das Buch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es doch bestimmt schon irgendwo gelootet. Kann ich das einfach im Inventar irgendwie nochmal nachgucken? Glaube ich, dass die hier alle aufgeführt werden, oder? Doch, hier, warte mal, hier haben wir noch ein paar. Haben wir da... Warte mal, was ist das? Ein Schwert gegen Hexen. Wilde Jagd. Du hast die schon gelesen. Die meisten habe ich ja sogar schon gelesen. Kann ich das jetzt nochmal? Warte mal, sortieren.
lesen. Ach, hier kann ich es eventuell nochmal machen. Warte. Herrin des Waldes, da ist es. Oder? Das war's doch. Oh, perfekt. Gucke. Easy peasy lemon squeezy, sage ich euch. So, jetzt müssen wir mit der Quest weiter sein. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Uff, Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Ich kenne euch auch nicht. Ihr seid mehr. Wahrscheinlich im Inventar unter... Ja, jetzt habe ich es ja gerade gefunden, aber trotzdem nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Luna und auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Wer bereits auf der Suche nach Ciri, die Hauptquest... Du bist am Googeln? Don't Google. Ich suche eine Hexe. Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Wird da wahrscheinlich nicht. Was macht ihr hier im Sumpf? Das frage ich mich halt auch. Ja? Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass hier überall diese Ertrunkenen drumherum sind. In dem Sumpf. Und hier sind einfach Kinder. Unbeaufsichtigt. How? Why? Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Nee. Aber danke, dass du es erzählt hast. Habt ihr hier schon mal eine aschblonde Frau gesehen? Okay, wir fragen jetzt hier nochmal nach Ciri. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören... Versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Ja, ihre Titten verwirren die Leute, Soldaten, whatever. Es kommt irgendwie ein bisschen komisch rüber, wenn schon Kinder so obszön reden, oder? Du bist keine Frau, du hast keine Titten. Oh boy. Dieses Mädchen ist in Schwierigkeiten, lebt hier ganz alleine. Wir haben ja schon gesagt, dass sie nicht alleine leben. Was trotzdem mal. Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Die sieht im Gesicht ein bisschen aus wie Roseanne, ne? Falls ihr, also Roseanne ist ja bloß der Charakter, den sie gespielt hat. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ein bisschen wie Roseanne halt in etwas dünner. Ja, für die, die es eventuell kennen. Wer ist denn Hansi? Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte wow. Deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Bist du eine Hexe? Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Hübsche Kinder Nase. Sind so süß. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Mich raten, wir dürfen wahrscheinlich gleich suchen. Neben unserer Ciri. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter.
Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Bitte hilf mir. Wieso sehe ich ja schon wieder kommen, ja, dass ich sie um Hilfe frage und dann sagt sie, ja, ich kann dir helfen, aber nur, wenn du mir hilfst. 100 pro. Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Ich sag mal so viel, wenn sich der Hansi ständig den Arsch kratzt und sagt, Moment, ich sag es dir, dann würde ich seine Hand nicht so gerne waschen wollen. Man weiß das immer nicht. So, geh zur Hütte und sprich mit dem Jungen. Welchem Jungen? Vielleicht der gerade mitgelaufen ist? Okay, let's go. Junge, wie du wieder aussiehst, mit Löchern in der Hose. Du kannst hier nicht rein, darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Sehe ich etwa aus wie Rumpelstilzchen? Oder wie der Rattenfänger von Hameln? Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Ich bin der Gerald, ich bin nicht mehr fremd. Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Sonst was? Finde einen Weg, die Großmutter von der Hütte wegzulocken. Also links, rechts, Uppercut wäre ja schon mal ein Weg. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Hat nur ans Essen gedacht, wahrscheinlich. Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Das wäre äußerst doof. Euer Freund hat keine Angst allein im Wald. Warum? Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Wow. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Helft mir. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Oh. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Okay. Let's go. Spiel gut, verstecken. Versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die 10. Wow. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Okay, jetzt gehen wir einfach zu der Alten, sagen, die Kinder sind weggelaufen, dann muss sie die suchen, dann können wir mit dem Kind reden. Ha! Das wäre doch mal ein Masterplan, oder? Okay, aber ich glaube, wir müssen höchstwahrscheinlich die Kinder suchen. So, let's do it then. Na, wo bist du lang? Aha! Hab ich dich. Wie hast du mich gefunden? Tja, mein Spürnäschen ist schon sehr, sehr krass, würde ich sagen. Vor allem ist mein Spürnäschen sogar sehr, sehr groß.
So, wollen wir sonst noch was? Hier sind noch ein paar Fußabdrücke. Gehen die in die Richtung? Ich meine, gehen in die Richtung, ne? Okay, das hochgemacht. Ah, hinten vielleicht wieder runter. Hä? Hab dich. Wow. Der ist da reingesprungen. Pischer. So. Wollen wir noch einen? Hier sind noch welche. Wo bist du denn lang gemacht, mein Freund? Vor allem. Hä? Ich hab doch hier gezählt, angefangen zu zählen. Der ist quasi weggelaufen und ist wieder hingelaufen. Wie dumm ist der denn? Oh, okay, never mind. Das ist einmal hier durchs Haus. Hä? Ist hier auch noch? Nee. Nee, die Fußabdrücke gehen in die Richtung. Ich kann nicht sehen. I see. Aber da ist trotzdem noch jemand hinterm Haus. Wie viel müssen wir eigentlich finden? Achso, 3 von 4. Okay, also ein Kind noch. Ein Kind noch und dann sind wir good to go, I guess. Und der andere ist wahrscheinlich jetzt verschollen. Wird nie wieder gefunden. Ne, oder er ist hier. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Nein, zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. You promised. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Yes. Oma! Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen! Oma, komm! Oma! Jetzt schnell. Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Tot. Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Hä? Sie hat auch Angst um Hansi, aber gleichzeitig sagt sie, er ist erfunden? Das ist ja schon ein bisschen Ballaballa, oder? Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Ohne Kopf, woher wusste er, dass das der Papa war? Oh boy. Okay, ist das... Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Ich glaube, die Haare von Geralt sind aber auch gerade mal extrem wild, oder? Extrem wild, sage ich euch. So, dann müssen wir jetzt mal zu dem Baum. Mensch, warum auch nicht? Ist das in der Nähe, zufälligerweise? Ah, ja gut. Hätten wir jetzt sogar auch hinlaufen können. Aber wenn Plötze jetzt schon mal... Oder auch nicht da ist. Wo machst du lang, Plötze? Komm doch mal ran hier. Schlecht erzogenes Pferd, sage ich euch. Schlecht erzogen. So, einmal durch den Sumpf, bitte.
Soll es hier sein? Oh Gott, no. Ich glaube, wir müssen hier erstmal kämpfen, Freunde. Das ist einfach alles nichts. Ausweichen. Wasservibe. Oh. This girl is on fire. Wortwörtlich und buchstäblich. Naja, so viel Schaden machen wir Gott sei Dank nicht. Ihr seht das gar nicht, ne? Das ist mir letztes Mal beim Schleichen von dem letzten Stream aufgefallen, dass ihr es gar nicht seht. Könnte ich jetzt erzählen, das ist übelst... Oh, das ist aber gerade wirklich gerade mal krass knapp. Ich könnte euch erzählen, dass es ultra knapp ist, dabei ist es das noch nicht mal. Aber in dem Fall wäre ich fast wirklich gerade gestorben. Und stirb. Stirb. Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Okay, sehr schön. So, wir suchen nach Spuren. Hier haben wir noch was. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Dauert bei dir auch nicht mehr lang, wenn du es wachsen lässt? Ja, das ist der Plan. Ja, für mein nächstes, Geralt Cosplay. An den Klamotten erkannt? Ja, wahrscheinlich schon. Oder an irgendwas anderem. Das war jetzt eigentlich nur gerade ein Spaß. Wieso sehen wir das nicht? Links mittig stehen Zahlen. Ja gut, aber ihr seht ja effektiv nicht, wie viel ich schon an Schaden genommen habe. Ja. Dieser Gestank. Oh, dieser Gestank. Sie wieder nicht hier waschen, oder was? Ich hau dir kaputt. Das Gute ist, ihr seht ja zumindest mal anhand des Levels. Oh, Uncut. Aber heftig Uncut. Guck mal. Ich fühl mich gerade so ein bisschen. Wobei, wir heißen ja, wir sind ja eigentlich der Schlechter von Blaviken, ne? Kommt gerade echt so ein bisschen wie schlechtermäßig rüber. Einmal zerteilen, bitte. So, wir müssen aber den Fußabdrücken erfolgen. Das machen wir. Wobei die Fußabdrücke auch relativ klein sind. Also scheint Hansi hier vielleicht auch ein Kind zu sein. Oder zumindest etwas kleineres. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ist er hier im Kreis Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist? Kann ich jetzt rein? Fühl da rein. Oder krieg ich da wirklich rein? Nee, doch nicht. Oder? Hansi? Hansi! Hab keine Angst. Don't be afraid. Hat irgendwas anderes zu sein, ne? Nicht unbedingt ein Kind. Ein Schlumpf vielleicht. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Na, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Sag mir alles. Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Ah. Was ist los? Kannst du nicht reden? Aber nein. Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Dann hoffentlich hast du es gemerkt. Kann ich dir irgendwie helfen? Okay, ich glaube, er möchte, dass wir da mal ein bisschen folgen. Soll ich dir das machen wir mal. Yes. Ich habe wohl keine Wahl. Keine Wahl. Muss mitkommen. So, auf geht's. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht von zig Monstern angegriffen. Wäre ein bisschen doof. Quest aktualisiert, Herrin des Waldes. Wird der eigentlich angegriffen? Verdammt. Ich hoffe, du läufst jetzt weiter. Nö, der bleibt stehen. Alter, der will mich kämpfen sehen, hab ich das Gefühl. What the fudge?
Oder? Besiege die Monster. Wow. Wie schmeckt dir das Silber? Wie schmeckt dir das Silber? Silbrig und wenig nach Kupfer. Oder so ähnlich. Und ich dachte, der läuft echt jetzt einigermaßen clever, dass ich nicht alles platt machen muss. Aber nein. Na komm, burn. Oh, ist das wieder dieses Stinkegas, was mir eventuell Schaden machen kann? Hier mal, glaube ich, nochmal. Oh, hier mal ganz viele von denen, ne?